Bei mir geht's nicht um Sex. Ich höre Enttäuschung. Bei mir geht's darum, was vor dem Sex passiert. Praktisch die Anmache. Und das versucht mein Protagonist in dieser Geschichte mit dem Titel Willi. Also wenn ich ehrlich bin, kam ich nie gut an bei Frauen. Es liegt auf jeden Fall nicht daran, dass ich nicht gut küssen kann, denn bisher hat sich noch kein Mädchen deswegen beschwert. Okay, das kann etwas damit zu tun haben, dass ich bisher noch kein Mädchen geküsst habe, aber das ist doch jetzt egal. Meine zwei besten Kumpels, die Kasachen Vitali und Sergej, die ich letztes Jahr auf dem Flohmarkt kennengelernt habe, versucht mir schon oft zu helfen. Vitali meinte, das wäre wie beim Fußball. 3 Ecken, 1 Elfer, 10 Körbe, 1 Fick. Sergej meinte aber, um realistisch zu bleiben, müsste man bei mir 50 Körbe sagen. Wir zogen dann einen Abend los und gingen auf Partys und in Clubs, und als ich meinen 100. Korb in einem Puff abgeholt hatte, verließ mich meine Motivation und ich zog mich in mein Zimmer zurück. Ich verstand es nicht und habe meine Lage analysiert. Ich weiß nicht genau, was Frauen so abschreckt. Ich bin ein ganz normaler Typ. Ich putze mir einmal die Woche die Zähne, ich wasche mich mindestens 2-mal im Monat und kaufe nur die teuersten Düfte, die es im Aldi gibt. Meine Klamotten kauft schon immer meine Mutter und sie wird als praktizierende Frau wohl wissen, was Frauen gut finden. Okay, die letzten Male hatte meine Mutter zum Shoppen keine Zeit, aber da hat mir dann Oma die Sachen ausgesucht und sie ist schließlich auch eine Frau. Als ich aber mit den Sachen bei Vitali und Sergej ankam, lachten die mich total aus und meinten, ich sehe aus wie ein Jäger. So käme ich doch in keinen Club rein, meinten sie, und Vitali leihte mir einen seiner Trainingsanzüge. Wir kamen aber trotzdem in keinen Club rein. Wir gingen dann in eine Kneipe. Ich begab mich dann dort nach 2 Stunden auf die Pirsch. Die Jungs waren beschäftigt. Vitali redete seit einer halben Stunde auf eine Flasche Wodka ein und Sergej knutschte gerade mit einem sehr dicken Mädchen, das ihm beim Küssen immer wieder mit dem rechten Arm hochhiefte, um seinen Hals zu lecken. Ich stellte mich dem ersten Mädchen, das ich sah, in den Weg und versuchte einen der Sprüche, den mir Vitali und Sergej beigebracht hatten. Sie meinten, das wäre ein todsicheres Ding. Ich sagte zu der Brünetten, du kommst bestimmt direkt aus einem Lutscherautomaten, weil du ziemlich süß bist. Sie schüttelte aber nur den Kopf und schob mich zur Seite. Sie hatte mich wohl akustisch nicht verstanden, da die Musik in der Kneipe ziemlich laut war. Ich lief ihr hinterher und sagte den Spruch nochmal, damit sie mich versteht, schrie ich ihr direkt in ihr Ohr. Die Musik war aber wirklich viel zu laut, denn sonst hätte sie mich nicht nochmals falsch verstanden und gegen den Tisch geschubst. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, werde ich ihr den Spruch in der ruhigen Umgebung nochmal sagen, dachte ich. Bis dahin wollte ich erstmal eine andere checken. Ich ging zu einer Blonden und versuchte wieder einen der Tricks von Vitali und Serg. Ich ging von hinten ganz nah an ihren Kopf und hauchte ihr ins Ohr. Amore. Sie war total verwirrt und bestimmt ein wenig erregt. Ich ging weg und ließ sie erstmal zappeln. Zwischendurch versuchte ich bei der nächsten Spruch, den ich mir selbst ausgedacht hatte. Ich stellte mich vor die kleine Schwarzhaarige und sagte, hey, wusstest du, dass Kim Jong-il, der König von Korea, den Frauen in Pyongyang verboten hat, Fahrrad zu fahren? Wenn ich er wäre, wärst du aber die Einzige, die das dürfte. Ich merkte sofort, der Spruch hatte voll gesessen. Die Kleine guckte total paralysiert und wusste gar nicht mehr, was sie sagen soll. Ich ergriff sofort die Initiative und versuchte sie zu küssen, als mir so ein großer Typ auf einmal ins Gesicht schlug. Sofort waren Sergej und Vitali da und gingen auf den Typen los und wurden auch zusammengeschlagen. Als sie blutend neben mir lagen, sahen wir, wie das sehr dicke Mädchen, mit dem Sergej geknutscht hatte, den Typen verprügelte. Sie hob uns 3 danach auf und trug uns aus der Kneipe. Voll die Assis in dieser Kneipe, sagte sie. Ihr Topf war ziemlich eng und ihr Bauchnabelpiercing war zu sehen. Ihr Bauchnabelpiercing war ein noch lebender Biber. Ich musste aufpassen, denn er schnappte mir was nach mir. Ich bedankte mich bei ihr und fragte nach ihrem Namen. Sie nahm ihre Perücke ab und sagte, ich heiße Willi. Sie setzte die Perücke aber wieder auf, bevor Sergej vom Pinkel wiederkam. Die Jungs erzählten mir von meinem Frauenproblem und Willi meinte, dass sie aus Frankfurt käme und dass ich sie doch mal dort besuchen soll, um bei dieser Dating-Show heute mitzumachen. Ja, deswegen bin ich hier. Vielen Dank. Wer sich weiter über Analphabetismus informieren will, das Alpha-Telefon Münster hilft weiter. 0800 53 33 44 55. Informationen gibt es auch unter www.alphabetisierung.de.